Moin zusammen, wir sind zurück hier bei den Säulen der Erde mit unserem Prior Philipp in der Kathedrale von Kingsbridge, ja, wo wir unseren Bruder treffen sollten. Und da werden wir uns gleich mal auch Ausschau halten nach ihm, werden aber, denke ich, vorher hier noch ein klein wenig die Kathedrale erkunden und schauen, was es hier zu sehen gibt. Hier geht's zurück zum Kreuzgang, da kommen wir her. Hier zur Treppe führt zum Dach hinauf. Ich war noch nie so hoch oben. Puh, hoffe, das bleibt mir erspart. Und Kerzen. Welch eine Verschwendung. Draußen ist heller Tag. Fast. Kerzen sind teuer. Okay, kann man. Oh. Wenn die auspusten, na dann. Jetzt mal bekreuzigen, das ist wichtig. Fast leer. Unachtsamkeit überall. Ja, hier geht's durch das Hauptportal. Da wollen wir aber nicht wieder rausgehen. Dann gehen wir erstmal in diese Richtung. Um die Kerze hier auch noch kümmern. Ah ja, und da steht auch schon vor dem Altar unser Bruder. Der Thron des Bischofs residiert weit weg von Cambridge. Der Bischof kommt nur an Festtagen hierher. James Grab. Leer. Der Leichnam nie gefunden. Was ist in jener Nacht passiert? Was in Gottes Namen ist geschehen? Ja, hier ist schon ein Grab für den, ja, ehemaligen Prior James, der, naja, so vermutet man, irgendwie eines Nachts los ist, eingebrochen in dem verschneiten Fluss, aber sein Leichnam wurde nie gefunden und von daher, er geht in die Gruft des heiligen Adolphus. Naja, aber was jetzt mit dem James passiert ist, weiß bisher keiner so genau. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Naja, ich glaube immer noch nicht ganz vollständig. Gut, aber hier ist unser Bruder. Es hieß, wir würden uns gleichen. Sehe ich jetzt aus wie Francis? Also sprechen wir mal mit ihm. Na, ich denke erstmal. Sind wir froh, ihn zu sehen? Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Es ist auch schön, dich zu sehen, Philipp. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Deins noch nicht. Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt voraus. Du warst immer kühn. Du gestehst es dir nur nicht ein. Francis, warum bist du hier? König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Naja, wir denken mal nicht gleich an den Teufel, sondern glauben mal an den Plan unseres Gottes. Gott hat einen Plan. Das weiß ich, aber König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Wir haben hier eine Notiz. Francis Notiz. Rivalität um den Thron Teil 1. Ja, das schauen wir uns direkt mal an, denke ich. Francis Notiz über den verstorbenen König Heinrich.
Kaiserin Mathilde und König Stefan, Teil 1 vom 1. Januar 1136. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken auf einer Reise, den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage soll seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Throns ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind schon lange Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird, in England. Mathildes Cousin Stéphane von Blois ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Ja, also so viel zum Hintergrund, die aktuelle Geschichte, das Geschachere um den englischen Thron, wie es aussieht. Ja, wir fragen mal, was man machen könnte. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Francis erwähnte? Also, wir nehmen unsere nächste Aufgabe. Schauen wir uns hier nochmal den Thron an. Die Kathedra. Ich kann dort nicht Platz nehmen. Nein. Das wollten wir auch nicht. Wir wollten uns das doch nur anschauen. Also, gehen wir mal hier runter, wo wir schon da sind. Ui. Hier schläft Adolphus bis zu seiner Auferstehung am jüngsten Tage. Verschlossen. Na gut, dann gehen wir nochmal hier raus. Dann testen wir das nochmal und schauen mal, was er uns vielleicht noch sagen kann. Was diesen Ritter betrifft. Er führte ein wichtiges Schriftstück für meinen Herrn mit sich. Du musst es finden. Passiert da nichts. Gut. Also, es geht um diesen Ritter, der ein wichtiges Schriftstück bei sich hat, das wir irgendwie wieder beschaffen müssen. Also, suchen wir mal nach den anderen Mönchen, um hier ein paar Gespräche zu führen. Warum bauen wir Tempel, wenn wir Tempel sind? So. Ist es nicht Hochmut, einen noch größeren Tempel bauen zu wollen? Die beiden diskutieren. Sag das nicht. Was wir uns fragen müssen, ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Oh Gott. Wir lehnen das erstmal ab. Was Kingsbridge braucht, ist Glaube und harte Arbeit. Philipp von Gwynedd. Mit dir wollte ich reden. Na, bitte. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Ich?
Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich bitte um Vergebung. Ich war überwältigt, als ich hörte, dass Prior James gestorben sei. Du solltest es besser wissen. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Naja, also er spricht darauf ein, dass wir da in die Kathedrale hineingeplatzt sind, als der Subprior ja im Grunde eine Gedenkrede für den verstorbenen Prior James gesprochen hatte. Also nein, wir beenden noch nicht das Gespräch. Du hast von einem neuen Prior gesprochen. Wir fragen mal nach. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Ja, dann nutzen wir natürlich auch die Gelegenheit und fragen hier mal nach dem Ritter. Bruder Andrew, hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Abgesehen von denen, die Weihnachten zu Besuch kamen? Nein, wenn es einen offiziellen Gast gegeben hätte, dann wüsste ich es. Niemand hat in unserem Gästehaus genächtigt. Na gut. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Naja, der Andrew ist erstmal irgendwie... Warum nicht? Kein so richtig angenehmer Charakter, wie ich finde. Die Kathedrale nicht gäbe. Scheint eher einer vom sehr alten Schlag zu sein. So. Bruder Arnold hat sicher auch James Grab ausgehoben. Aber James Grab ist leer. Wie viele leere Gräber mag es hier geben? Ja, dann sprechen wir doch auch mit ihm, wenn wir hier sind. Bruder Arnold, wie geht's? Hm? Was? Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Scheint schon nur, älter dass zu sein. Die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Was? Die Toten sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Okay. Wir haben noch zwei Novizen, er angelt immer noch. Können wir mit ihm hier... Sag, ist vor kurzem ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Ein Ritter? Ein Ritter, ja. Er ist hier. Hier im Grab. Wer war er? Warum ist er tot? Bruder Paul hat ihn gefunden. Wo ist Paul? Da unten bei der Brücke. Friert sich die Nüsse ab, schätze ich. Er hat mit ihm geredet. Okay. Ich hab ihn nur begraben. Naja, das ist alles, was ich tue. Was hat der Ritter hier gewollt? Wollte wahrscheinlich vom Rand der Welt springen. Wie meinst du das? Hier gibt es doch nichts. Kingsbridge liegt am Ende der Welt. Hierher kommt keiner. Okay. Naja, aber das war doch schon mal interessant. Aber wir können irgendwie immer noch... Verfluchte Dachse! ...mit denen sprechen. Früher haben wir sie gegessen. Heute fressen sie uns. Der Novize, dem ich an der Brücke begegnet bin. Beide sollten arbeiten oder die Bibel studieren. Mein Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Ich auch nicht. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Cuthbert? Klar.
Ich habe ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte in der Wand habe ich ihn gesteckt. Ich würde auch gern mal was in eine Spalte stecken. Das glaube ich gern. Eine der Novizen hat Cuthbert Schlüsselbund in einem Spalt in der Kirche versteckt. Tja. Also die beiden klangen jetzt nicht wirklich. Er scheint der Sohn eines reichen Mannes zu sein. Und sie plündern hier nächtlich die Vorratskammer. Können wir jetzt noch mit den beiden sprechen? Wir sollten mal nach Shiring gehen. Ich habe gehört, es gibt dort eine Hure mit großen Titten. Eine, die es sogar dir besorgen würde. Was soll das denn heißen? Tja, gut. Also die beiden sollten wir uns wohl mal merken. Ich weiß nicht, ob unser Philipp jetzt ein wenig sich ärgert, dass er hier diesem Novizen den Käse an der Brücke gegeben hatte. Ja, und zur Brücke müssen wir auch nochmal. Aber ich denke, wir gehen doch direkt, wo wir schon mal hier sind, nochmal in die Kirche und schauen nach dem Schlüssel. Aber wir müssen auch essen. Nein, 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 nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Okay, die singen jetzt. Was war das? Ruhe. Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Es war nichts. Beruhigt euch und konzentriert euch. Ah, vielleicht hier in dem Riss. Der Novize sagte, er habe die Schlüssel hier versteckt. Sie waren da dran. Ich hab sie. Nicht gehört. Ah ja, mit Cuthberts Schlüssel kann man die meisten Türen dieser Priorei öffnen. Gut, nehmen wir die erstmal an uns. Adolphus! Ruhe! Der Riss in der Wand, ein Fingerzeig Gottes. Sind wir in Ungnade gefallen? Ich habe es gehört. Nein, 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 nein. Ich der Chor gehört. Wirkt unaufmerksam. Der Kantor blickt mürrisch rein. Hört auf damit. Konzentriert euch. Können wir mit ihnen reden? Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht. Sie wollen nicht singen. Es ist Adolphus. Da war gar nichts. Glaub mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche. Als Geißler sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Bruder Philipp, bitte. Beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Da war es wieder. Okay. Können wir die auch nochmal nach dem Ritter fragen? Ich hörte von einem Ritter hier in Kingsbridge. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du siehst doch, ich habe andere Probleme. Was war Ruhe. Das? Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Dann gehen wir mal runter. Es war nichts. Und schauen mal, ob wir mit dem Schlüssel jetzt hier dieses Gittertor öffnen können. Ah ja, tatsächlich. Sehr gut. Dunkelheit. Ich kann nichts sehen. Wenn ich warte, wird es besser. Ein Gefühl, als würde ich beobachtet. Schauen wir mal, was wir hier finden. Kein Grund, sich zu fürchten. Nichts. Okay.
Dunkelheit. Diese alten Kathedralen machen manchmal seltsame Geräusche. Ich dachte es mir. Da ist nichts. Auch nichts. Was haben wir denn noch mehr Dunkelheit? Selbst wenn es Adolphus ist, er ist uns wohlgesonnen. Hallo? Nein, niemand. Da ist keiner. Okay. Hier ist noch Dunkelheit zu sehen. Hallo? Huch. Ist etwas, gütiger Gott. Hä? Was ist das? Was ist das? Von der Größe eines Kindes, aber es flog. Was ist das? Es ist von der Größe eines Kindes. Hallo? Eine Eule. Nur eine Eule. Das wird den Chor sicher beruhigen. Ich sollte Ihnen das erzählen. Eine Hedwig. Die Brüder haben also doch etwas gehört. Nur eine Eule. Kam sie hier rein? Tja. Wahrscheinlich durch Löcher, Risse. Die sterblichen Überreste des heiligen Adolphus, einer der 49 Märtyrer von Cordoba, liegt und wartet bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Möge er in Frieden ruhen. Ja, dann verlassen wir die Krypta. Ich glaube, da war es wieder. Adolphus. Also, dann werden wir mal Bericht erstatten von der Eule, von Hedwig. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... singt. Sehr gut. Also... dann werden wir schauen, vielleicht jetzt als nächstes zu dem Cuthbert in die Küche gehen. Da sollten wir ja ohnehin hin. Und dann hatten wir ja noch den Hinweis von dem, habe ich seinen Namen vergessen. Diese Priorei ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Ja, das glaube ich sofort. Ah, Karte der Priorei von Kingsbridge im Jahre 1136. Ja, da schauen wir doch auch direkt mal rein. Okay, Klostertor, das Dorf, eine Lichtung, die Zollstation, die Brücke, hier sind wir hergekommen, an der Mühle. Hier am Fluss waren wir schon, hier saßen die beiden Garstigen und haben über, naja, unflätige Dinge gesprochen. In der Gruft waren wir, das Haus des Priors war bisher abgeschlossen, das Gästehaus und die Küche. Ja, die Frage ist jetzt, wo wir die Schlüssel haben, ne? Sollen wir... gucken, ob wir ins Gästehaus oder ins Haus des Priors kommen. Oder erst... ich habe ein bisschen Sorge, wenn wir zu dem Cuthbert gehen, dass ja, wir die Schlüssel dann abgeben. Aber naja, ich glaube, für so ein Mönchen... und ich glaube, unser Philipp ist da ein... ja, ein frommer Mönch. Geziemt es sich auch nicht, hier irgendwie mehr als nötig herumzuschleichen. Also werden wir mal jetzt in die Küche gehen und dann vielleicht als nächstes in die Küche wie ein Zuhause. Immer gut, Emilius und Cuthbert zu sehen. Genau, erst zur Küche und dann vielleicht nochmal zu dem Fluss, wo... oder machen wir das so rum? Komm, wir machen das so rum. Wir gehen erst nochmal zu der Brücke und sprechen da mit dem einen, der da an der Brücke sein soll, dem wir...
Genau, hier die Straße nach Süden, was der uns auf dem Friedhof gesagt hatte. So, einmal hier durchs Dorf marschieren. Ah. Und da sitzt jetzt jemand, sehr gut. Bruder Paul, jetzt ist er da. Ihm ist kalt. Versucht es aber nicht zu zeigen. Zu kalt, definitiv für jemanden seines Alters. Bruder Paul. Philipp. Autsch. Oh. Na, wir fragen mal zuerst nach seinem Fuß. Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Sie wird heilen, wenn der Frühling kommt. Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht zu leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf. Remigius sagt, Gott prüft uns, dass nur die Sünder sterben. Nein, die Armen sterben. Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius, ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Ja, so ein Typ scheint das zu sein. Fragen wir dann jetzt nach dem Ritter, denn er sollte ja schließlich was wissen. Hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Einem Ritter? Oh, ja. Er lag am Straßenrand, nur eine Meile von der Priorei entfernt. Hey. Er muss vom Pferd gefallen sein. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Wir haben ihn auf dem Friedhof begraben. Hatte er einen Namen? Hat er noch etwas gesagt? Er konnte nicht sprechen. Aber der Blick in seinen Augen, der sagte mir, dass er Angst hatte. Ich habe seine Hand gehalten. Ich betete mit ihm, während er starb. Hatte der Ritter irgendwas bei sich? Da war ein Brief. Ich habe ihn Prior James gegeben. Remigius wird ihn wohl mit dem Rest von James' Papieren verbrennen. James hat darauf bestanden, dass alle Bücher und Dokumente nach seinem Tod verbrannt werden sollten. Außer seiner Bibel. Was? Der neue Prior wird die Dokumente doch benötigen. Manchmal frage ich mich, ob dieser Brief an allem schuld war. Ein paar Tage später ist Prior James im Eis eingebrochen. Genau hier. Philipp, vielleicht habe ich einen Fluch über Kingsbridge gebracht. Ah, ich glaube, dem Alten hilft die Heilige Schrift. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Vertraue auf Gott, Bruder Paul. Du hast recht getan. Danke, Philipp. Okay, also, der Ritter ist irgendwo in der Nähe der Priorei gefunden worden, hatte diesen Brief bei sich und das scheint jetzt alles zusammen mit anderen Dokumenten irgendwie in den Händen von diesem ekligen Remigius zu sein. Der Ritter, den Francis erwähnt hatte, hatte einen Brief bei sich, er ist wahrscheinlich im Raum des Priors. Tja... Wir haben den Schlüssel. Macht es jetzt Sinn, mit unserem Bruder erst nochmal zu sprechen? Wir versuchen das mal. Wir versuchen nochmal mit unserem Bruder zu sprechen. Vielleicht können wir uns mit ihm beraten, was jetzt das Beste zu tun ist, bevor wir hier im Haus des Priors sozusagen einbrechen. Unser Pony steht hier mittlerweile auch. Wenigstens das hat dieser Tunichtgut richtig gemacht.
So, komm, Philipp. Danke für deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay. Philipp, hast du schon was rausgefunden? Nein. Noch nicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke für deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Okay. Na gut. Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Gut, dann können wir da jetzt doch noch nicht uns mit ihm besprechen. Tja, dann müssen wir das irgendwie selbst entscheiden. Was machen wir da? Ich glaube, dann muss es sein. Wir kommen hier zusammen. Die Pilger spenden, die Adligen auch. Ach, die beiden. Ich verstehe. Also, dann gehen wir nochmal raus zum Friedhof. Und von hier aus kommen wir zum Haus des Priors. Und dann werden wir die Schlüssel, die wir gefunden haben, dann doch nutzen, um uns hier Zutritt zu verschaffen. Und werden mal schauen, ob wir in den Dokumenten diesen besagten Brief von dem Ritter finden könnten. Und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wie gehabt und wie immer freue ich mich, wenn ihr auch dann mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.